wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Ice Age 3. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Mal gucken. Ja, kleine Peaches, als ich die kleinen Eierpakete nach Hause gebracht hatte, waren deine Eltern überglücklich. Ja, als du die Eier dorthin gebracht hast, wo sie hingehörten. Was soll man als Mutter sonst tun? Ich versuchte also, sie zurückzubringen, doch ich wurde von einem Sturm überrascht und passte die ganze Nacht auf sie auf. Doch in dieser Nacht passierte etwas Wundervolles. Die Kleinen schlüpften und so kamen meine Babys zur Welt. Ja, und da ich eine junge, unerfahrene Mutter war, dachte ich, dass frische Luft und Spiele genau waren, was meine kleinen Schätze brauchten. Wer hätte ahnen können, dass sie so hart rangehen würden? Sieh nur, was sie mit unserem Spielplatz machen. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich sehe lieber weg. Sie bekommen großen Ärger, mein Herr. Sid hat seine Saurier wohl nicht unter Kontrolle. Sid hat nicht mal seine Flöhe unter Kontrolle. Mein Eismobile, es ist kaputt. Sehr schön. Ich sehe hier aber auch gar nicht viel. Schneller rennen, du musst schneller rennen. Ja, müssen wir. Ach, man sieht aber auch gar nicht viel. Das ist ja. Aufgepasst, Junge! Ich sehe gar nichts. Ey, das ist doch aber. Das ist ordentlich schon wieder von vorne. Oh, ey. Man sieht doch aber gar nichts. Man hat doch nicht mal eine halbe Sekunde Zeit zum Reagieren. Muss schneller rennen. Oh mein Gott, ey. Da fragst du dich wirklich, dass deine Kinder ab 6 Jahren schaffen. Kannst du ausweichen? Dinosaurier! Wird ja auch schlimmer! Schätze, du bist kein Vegetariosaurus! Das sieht nicht so aus! Hey Leute, ich komme! Hey, beißt der mich die ganze Zeit? Das ist ja krass. Dass ich so schnell sein kann oder so viel Angst haben. Hätte. Super Faultier. Schneller das ist als ein cool. Ort in der Nahrung. Nein, es hat er die Abwehr nicht mitgenommen. Oh, Scheiße. Lass mich doch. Hey, Leute, ich komme. Und nicht von vorn. Oh, nö. Ach, komm schon, oder? Ist das jetzt von vorne wieder? Ne, oder? Ne, jetzt so glücklich. Dass ich so schnell sein kann oder so viel Angst haben. Ich wollte schon sagen. Na hey, ich weiche raus und wenn er auch genau meine Richtung weiß, dann kann ich schon nicht dafür. Schneller als ein rasender Nahrung.
Fucking Idiot, mich auf mich erwischen, okay? Dass ihr ausgestorben seid. Wow. Wow, rutschige Oberfläche. Etwas schön, ja. Tante auf Eis. Dankeschön. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Die Füße sehen nicht freundlich aus. Warum müsst ihr denn aufpassen? Oh ja, scheiß Piranhas. Hey, das ist uncool. Hey, bloß weg von meinen Babys! Sid, gib sie ihr zurück! Sie ist die Mutter! Wie soll ich mir da sicher sein? Was willst du, eine Geburtsurkunde? Sie ist ein Dinosaurier! Okay, aber wir haben trotzdem 3 Kristalle eingesammelt. Sehr scharfe Nummer, würde ich sagen. Dann würde ich aber auch wieder sagen, das war's schon wieder für die Folge. Habe ich wie gesagt schon ein paar Mal gesagt, ich werde, wenn es kurze Folgen sind oder so, lade ich auch gerne 2-3 am Tag hoch und nicht bloß eine Folge. Weil es ist ja doof, wenn man wirklich eine Folge hat für 6 Minuten und dann denkt, boah, du Volltrottel, gell, warum machst du das, ne? Deswegen lade ich dann lieber mehrere am Tag davon hoch und ich hoffe, das ist dann so ein bisschen angenehmer. Weil ich will halt aber immer nicht jetzt 2-3 Level machen und ja, dann geht man doch 1 oder 2 Level dann auf einmal so extrem lange und dann überspringt man oder hat man die Zeit dann von 40, 50 Minuten vielleicht, was halt auch nicht toll ist. Deswegen mache ich das lieber so und ja. Und genau, deswegen danke ich euch wie immer fürs Einschalten und fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen, obwohl sie wieder so kurz war. Ja, dass alles wieder sehr hektisch ist, man hat auch wirklich nicht viel gesehen da unten, gell? Man hat dann nur so eine halbe Sekunde zum Reagieren und das ist uncool. Aber es hat funktioniert. Ja, aber nichtsdestotrotz, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Folge wiedersehen. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.